Warum macht Fraps das? Danke. Ich weiß nicht, woran das liegt, warum das dann auf einmal aufhört aufzunehmen. So, jetzt geh doch mal in deine Unterhose da. Hallo. Wo ist denn... Ach, ist mir auch egal. Aber du kannst, bevor du... Ach nee, du musst jetzt gleich ins Bett, ne? Ach, weißt du was, dann leg dich schlafen. Und Penelope, du musst was essen. Ist mal den Gemüsemix. Jetzt wurde ja so langsam schwanger, wie es, ne? Dann muss er jetzt auch wieder gesund essen. Nicht, dass du schon immer gesund gegessen hast, aber hm. Wie sieht das eigentlich aus? Ich glaube, das Grüne, das soll Petersilie sein. Kann aber auch irgendein Blatt vom Baum. Ja. Blätter sind lecker. Vor allem vom Baum. Vor allem im Herbst, wenn die so bunt werden, weißt du, dann schmecken die um einiges besser. Ja, gut. Alles klar. So, wenn du gegessen hast, dann kannst du halt auch schlafen gehen. Was macht unser Tor? Unser Tor regt sich auf. Unser Tor muss auch schlafen. So, gute Nacht, Tor. So, Tor ist auch am Schlafen. Ach, Sam ist ja schon am Pennen. Und Penelope geht jetzt gerade auf dem Weg dahin. So, und Herr Adolphe sitzt auf dem goldenen Sofa und guckt Fernsehen oder so. Und unser Mohnblume regt sich auf, er kommt nicht rein. Wieso kommt er nicht rein? Erkläre mir das bitte. Abschließend sind sie diese Tür festlegen. Alle dürfen rein, bis auf Mandy. Aber die Mandy soll da reinkommen, weil die Mandy, die muss auch hier rein. Okay, da kann sie durch. Abschließen. Sins für diese Tür festlegen. Die diese Tür öffnen können. Und Adolphe nicht, Jaston nicht, die Nakisha nicht. Ja, komm, Penelope und Sam dürfen rein. So, was ist dein Problem jetzt, Mohnblume? Warum kommst du nicht rein? Naja, so, danach soll sie erstmal duschen gehen. Dann haben wir noch was Restliches. Ja, Gemüsemix kann sie dann nochmal essen. Und dann setzt du dich mal hier an den PC und schreibst, ich würde gerne jetzt mal so ein Krimi oder so eine Horrorgeschichte da, aber die haben wir anscheinend noch nicht. Dann macht sie halt ein Science Fiction, das geht schnell. So, Sam ist wach. Sam isst einen Snack. Und zwar wieder den grünen Salat morgens. Dann geht er auch duschen. Was regt ihr sich so auf? Wo ist sie denn? Da ist er, aber die kommen irgendwie alle nicht nach oben, kann das sein? Die können aber alle rein. Und da auch. Was ist deren Problem? Ist da vielleicht der Parkplatz im Wege? Aber woanders kann ich ihn nicht hinstellen. Oder? Kann ich den woanders hinstellen? Nee, da passt schon nicht hin, oder? Ich versuch's mal. Nee, passt nicht. Was ein Kack. Und da passt er auch nicht mehr hin. Ja, anscheinend ist doch wirklich, dann erstmal weg damit und dann wieder zurück. Dann müssen wir halt unsere Blume irgendwo anders hinstellen. Und die können wir nirgendwo anders hinstellen, weil, da ist Busch im Weg und so. Ja, dann müssen wir das halt doch wieder hässlich machen. Ich habe mir so viel Mühe für diese Scheiße da gegeben. Aber wenn die Leute da halt nicht reinkommen,
Ja, nun macht. So. Und es passt immer noch nicht. Dann halt so. Ja. Okay. Ja. Mal sehen, ob es jetzt funktioniert, ob sie jetzt reinkommen. Ich meine, der Weg zur Treppe ist jetzt frei. Ach, wir müssen ja noch das Bett da auswählen. Bettverhältnisse einstellen, das ist für die Mandy. Das ist die Nakisha, glaube ich, ne? Ja. So, wann musst du denn los? Um 10 Uhr fängt das erst an. Ach ja, ist ja jetzt schon Level 5. Oi, 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 oi. Nee, du redest jetzt nicht mit ihm. Vergiss es. Guck Fernsehen. Alter Spiel. Mach weiter. Danke. Ist schon wieder so immense Probleme, aber es ist... Verstehe ich nicht. So, du bist jetzt an was am Fressen dran. Was steht da? Das erste Kind bekommen. Ja, gerne. Da steht noch nichts bei ihm, aber er lernt, wie man kocht, indem er Fernsehen guckt. Also tue ich auch. Also wenn ich Fernsehen gucke, beziehungsweise eine Kochshow gucke, dann kann ich das so toll, wie der das jetzt da gerade kann. Nicht so wie sie. Ich lasse auch alles abfackeln. Bei mir verbrennt sogar Suppe. Ist jetzt kein Scherz. Ich habe eine Suppe anbrennen lassen. Lacht über mich. Ist mir egal. Ich habe Suppe anbrennen lassen. Ja, sowas kann ich. Kann auch nicht jeder. Naja, anderes Thema. Ach, da ist wieder was kaputt gegangen. Ja, ist das nicht toll. Dann reparier mal eben die Spülmaschine. Hast genug kochen gelernt. Was passiert gerade? Was ein Abturner. Ja. Wie nennen wir das Buch denn? Wie nennen wir das denn? Ich weiß. Quantenphysik für... Puff. Und das hat Fraps wieder mal nicht aufgenommen. Den Puff. Kacke. Ich hasse Fraps. Ich kann das jetzt so richtig nachvollziehen. Wenigstens habt ihr ein bisschen gesehen, aber vielleicht auch nicht. Mal schauen. Sammeln. Sammeln. Lassen wir erstmal liegen. Tor, geh nach Hause. So, du schreibst an deinem Buch. Oh, du fühlst dich übel. Ja, okay, ist klar, ne, wenn du schwanger bist. Was steht da? Nam, 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 Buch schreiben, Science-Fiction-Roman schreiben. Ja, ich würde das gerne machen. Wie viel kriegen wir dafür? 750, 500, 750. Ne, das ist sicherer. Weil wir Buch schreiben sagen, ist das sicherer. So, für Zauberwischen. Wo bleibt denn unsere Haushaltshilfe? Müssen wir das wieder alles machen hier. Sam fragt sich, warum es plötzlich so dunkel geworden ist. Ja, ist klar, ne? Wenn da so ein Meteor runterfällt, dann wird's dunkel.
Okay, es hat aufgehört zu regnen. Ein bisschen Zeit hast du noch. Dann sammeln wir die ganzen Sachen hier ein. Sammeln. Und sammeln. Es war ein Düdüm zu viel. Ah, war schon näher dran. Warum ist die denn jetzt schlecht? Na egal. So, was steht denn da jetzt alles so schön ist? Sam hat gerade einen Stein gefunden. Kleiner Meteoritenstein, der ist 20 Simoleons wert. 11 Simoleons. 15 Simoleons. Sam Gold wird dazu immer einen den größten Meteoritenstein gesammelt. Er wird sich immer daran erinnern, solch ein seltenes Objekt zu... Oh, 2531, das verkaufen. Oder können wir damit was machen? Analysieren. Meteoriten sind Objekte kosmischen Ursprungs, die die Atmosphäre durchqueren und auf dem Erdboden fallen. Dieser Meteorit ist riesig und wird verkauft. Und die kleinen auch. Sollte es eigentlich alle verkaufen. Danke. So, dann gehst du jetzt auch wieder nach Hause. Ja, was machst du jetzt? Jetzt wartest du darauf, dass du zur Arbeit gehen kannst, obwohl eigentlich jetzt gleich schon anfangen müsstest, ne? Erst in 3 Stunden. Ach ja, ich denke mal, um 8 muss er anfangen. So, wie geht's dir? Ach, du musst aufs Klo. Ja, geh mal aufs Klo, Penelope. Benutzen. Können wir dir schon Stahlblase geben? War die nicht 5000 wert? Anscheinend nicht. Wie viel ist sie denn wert? Starblase. Ich weiß auch, das haben wir als erstes gemacht bei Sam. Ja, 10.000, okay. Man muss jetzt halt noch aufs Klo eben gehen. So, wieso gehst du jetzt wieder ins Bett? Wieso gehst du denn jetzt ins Bett, Sam? Bist du schon wieder so scheiße müde? Schlafen bis 8. Ja, das hat's jetzt vollgebracht. Was jetzt? Das Herbstfest ist in der Stadt. Gerade rechtzeitig, um alle in Gruseltag-Stimmung zu versetzen. Zieh dein bestes Kostüm an und feier mit uns. Versuche dein Glück. Das Kuchenwettessen und der Apfelbottich erwarten dich. Und sind Wettkämpfe nicht so dein Ding, dann spiel den Schnösel und sieh vom Rand aus zu. Ein Spaziergang durch das Spukhaus könnte den einen oder anderen Sim aus dir machen. Und zwar im wörtlichen Sinn. Setze den Ganzen mit einem Rundgang durch das... Lass mich doch weiterlesen. Ich brauche ein bisschen länger. Mit einem Rundgang durch das Kürbisfeld die Krone auf, um dir frisch von der Farm einen Kürbis zum Schnitzen zu holen. Ja, gerne. Wann auch immer. So, du gehst jetzt arbeiten. Ich drücke immer den falschen Knopf hier. So, geh arbeiten. Ach, du bist schon auf dem Wege. Der zieht dich jetzt eben um. Siehst du dich um? Gut. Und auf geht's zur Arbeit. Wieso guckst du so böse? Wer geht dir denn wieder auf den Geist? Ach, eine Scheiße, ich muss schon wieder arbeiten gehen. Mensch, ich wäre so schön, dass ich nicht arbeiten musste. War ganz toll. Jetzt muss ich wieder arbeiten gehen, weil die Olle wieder schwanger ist. Okay, wieder ist auch scheiße gesagt. Mann, nur weil ich wieder nicht aufgepasst habe, ist sie jetzt schwanger. Scheiße. Muss ich wieder arbeiten gehen, Mann. Bin zwar schon Level 5, obwohl ich nicht einen Finger gerührt habe, aber scheiß drauf. Und jetzt muss ich wieder neue Leute kennenlernen. Was ein Kack. Ja, egal, neue Leute finden es lustig.
Hello, my friends. Where are you? Ah, there you are. Who are you? Kevin Kulpa? Kevin Kulpa. Und die Sarah Wahine läuft vorbei. Auf der Feuerwache musst du deine Athletikfähigkeiten und dein Geschick trainieren, um auf Notfälle vorbereitet zu sein. Denk auch daran, einen Einsatzwagen und den Alarm in Schuss zu halten. Damit triffst du schneller am Einsatzort ein. Wenn der Alarm schrillt, musst du alles stehen und liegen lassen und sofort loseilen. Haben wir denn schon einen? Nein, haben wir noch nicht. Wir müssen wahrscheinlich auf dieses schöne Klingeln da von dieser Klingel warten. Was, wie geht's da eigentlich? Instandhalten 76, naja. Was sagt ihr da auch? 67, mhm. Ich habe wieder einen Zahlendreher, sorry. Vor allem musst du noch gar nicht arbeiten. Du hast irgendwie noch eine Stunde Zeit oder so, ja. Ja. So, wollen wir mal schauen. Hoffentlich kriege ich jetzt keinen Stromschlag. Einfühlsame Biografie für Penelope Goldfield. Talai Hale möchte sich auf Papier verewigen lassen und du wärst genau die richtige Schriftstellerin für diese Aufgabe. Wenn du dir die Zeit nimmst, eine Biografie über Talai Hale zu schreiben, wird sich eure Beziehung sicher verbessern. Außerdem springt bei der ganzen Sache etwas Geld für dich heraus. Schreibe an deinem Computer eine Biografie über Talai Hale und bring sie der Hauptfigur des Buches, um eure Beziehung zu verbessern und dir etwas Geld zu verdienen. Verbesserte Beziehung und Simoleons kriegen wir dafür. Machen wir. Setz dich mal. Ach scheiße, kannst du nicht. Biografie, bla bla bla, Teil schreiben. Ja, hm. Mit Sam plaudern, Wartung, ja, hm. Ja, hm. Hm. Bisschen doof. So viele Wünsche, die ich dir erfüllen könnte und du hast nur vier frei und alle vier sind davon belegt, ne? Schon doof. Was steht denn da? Alarmsystem verbessern. Machen wir, wenn du ein bisschen mehr Zeit hast. Weil jetzt machst du gerade erst das. Ja, dann... Schwitschen wir einmal zu ihr rüber. Schreiben. Hör mal auf zu schreiben eben. So, schreiben. Kannst du nicht. Wie geht das denn jetzt? Biografie schreiben. Ach, wir müssen erst ein... das ist ja Käse. Sie muss erst ein Buch fertig haben, bevor sie weitermachen kann mit einem neuen Buch. Ist ja doof. Wusch. So, so, ja, so langsam haben wir es, so langsam ist es wieder alles in Ordnung hier. Ja, ja. Ja, so langsam. Jetzt was? Jetzt was? Ja, ja. Komm, beeil dich mal ein bisschen hier. Whee! Was sagt unser Dingens jetzt hier? Wow. Ja, okay, nachdem ich das jetzt ausgestellt habe, geht das wieder in seinen normalen Gang. Deswegen dauert das wieder ein bisschen länger anscheinend, bis er da fertig ist. Ja, so, so. Hauen wir mal ein bisschen mit dem Hammer drauf. Das kann ja schon nicht schlecht werden, wenn man da mit dem Hammer irgendwo drauf haut. Ne, dann geht auch nichts kaputt, gar nichts. So, alles klar. Hast wieder alles schön gemacht hier. Kann man da noch was machen? Pferdestärke erhöhen. Ja, ein bisschen schneller werden wäre nicht schlecht. So, ja, wollen wir mal die Pferdestärke hier erhöhen. Hauen wir wieder mit dem Hammer drauf. Eigentlich musst du dir ja ein paar Freunde hier suchen, beziehungsweise mit deinen Kollegen dich anfreunden, aber irgendwie hast du keinen Bock drauf, oder? Nee, du baust lieber so zusammen. So, Penelope, was sagst deins? Du bist noch am Schreiben. Was steht da? Ins Wellness Center gehen? Mm-mm. Bett machen? Mm-mm. Oh, hast du schon fertig gemacht? Oh, Sam, ich bin stolz auf dich, dass das so schnell geht hier. Dann verbessere mal den Feueralarm, dass du da schneller was erreichen kannst. Ja, okay, das scheint ein bisschen länger zu dauern. Ich meine, du hast noch bis 18 Uhr Zeit und wenn kein Feuer ausbricht, dann... warum machst du den Schulruf, wenn du hier auf einer Insel bist? Du müsstest dann eigentlich da... Garbage. Ein bisschen Zeit versetzt, aber naja, soll meinetwegen so sein. So, was steht denn da jetzt? Penelope hat gerade ein weiteres Kapitel fertig gemacht. Noch ein Kapitel. Hast du jetzt genug geübt, den duseligen Schulruf da? Bist jetzt langsam mal fertig? Baby,
Gerbitz! Gerbitz! Go Gerbitz! Wie siehst du eigentlich aus? Ich wollte gerade dein Gesicht angucken. Dreh jetzt nicht den Rücken zu mir. Bada Sue LeBron. Bada Baby Aga Abba Donk Donk Donk. Gerbitz! Gerbitz! Go Gerbitz! Ich hatte mal einen Teenager, der sah genauso aus. Bist jetzt fertig mit Schulruf üben? Anscheinend nicht. Ach, geh mir nicht auf den Geist. Ach Mensch, halt doch die Klappe. Meine Güte, ist das nervig. Oi, 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 oi. Ja, der erste Brand. Juhu. Kleinen Hausbrand löschen. Hör auf damit. Geh zum Brand. Ja, du solltest jetzt eigentlich zum Brand gehen, aber egal, ne? Also. Ja, dann halt nicht, ne? Dann lass es halt. Glückwunsch. Penelope wurde vom Stadtrat der Sun Details in Anerkennung ihrer ausgezeichneten Arbeit der Titel armseliger Schreiberling verliehen. Die Kritiker loben dein neuestes Werk nicht gerade. Wahrscheinlich wissen sie nicht einmal von deiner Existenz. Aber da kommst du schon noch hin, mit wenig Geduld und Ausdauer. Ist befördert worden. Sehr toll. Quantenphysik für Dummies. Das neueste Science-Fiction-Saga von Penelope möchte die Begeisterung für einen Sommer-Blockbuster herüberbringen und bietet 145 Seiten voller technologischer Spielereien und Weltraumabenteuer. In Fachkreisen wird das Werk bereits mit Parcours verglichen. Penelope erhält 6 Tantiemen über 96 Simoleons. Die Zahlungen erfolgen jeweils sonntags um 12 Uhr. Ja, das ist sehr schön zu wissen. Kannst du denn jetzt die Biografie schreiben, wenn es dir relativ gut geht? Hier geht's relativ gut. Dann schreib jetzt mal die Biografie. Schreiben? Nee, nicht chatten, schreiben. Biografie von Talai Hale wie siehst du denn aus? Was hast du da auf deinem Kopf? Ist das eine Kappe oder sowas? Bücherregal. Ja, alles klar, meinetwegen, soll so sein. Gut, sie setzt sich da wieder hin. Was sagt man da? Ist das jetzt ein Mann oder eine Frau, Talai? Ach, egal. Talai oder so. Kacke, wie heißt sie denn? Wie wird das geschrieben? Fuck. Talai Hale. Aha. Ist das jetzt ein Mann oder eine Frau oder nee, gar nichts? Was bist du denn? Nee, das ist unsere Nakisha, unser Ricardo. Okay, ist also eine Frau. Schreiben, Biografie. Die Lebens... das wird groß geschrieben, was ich haben vor. Lustige Talai Hale. Wenn es schon eine Biografie sein soll, dann soll ja auch der Sinn da auftauchen. Mit dem Namen. So. Immer noch nichts. Hat der immer noch nicht fertig mit seinem dusseligen Schulruf da oben? Meine Güte, ist das nervig. Oh, hier gibt es sogar Betten. Kann man hier übernachten? Ist ja lustig. Halt die Klappe, Mensch. Ich lösche dich gleich. Jetzt soll er aber ein bisschen weiter klimpern hier. Eine andere Möglichkeit, dass er aufhört, ist natürlich mit ihm zu sprechen, aber da habe ich irgendwie gar keine Lust zu. Am nächsten Tag freunden wir uns mit ihm an. Wie geht's dir denn sonst? Ja, nicht besonders. Geh rein!
Ja, reg dich nicht auf, dass es regnet, geh rein. So. Ja, jetzt regnet es anscheinend. Jetzt müssen wir uns doch mit ihm anfreunden. Ja, du sollst... Hast du schon Feierabend jetzt, oder was? Du hast noch kein Feierabend. Du bist mitten im Dienst. Gehst jetzt nicht nach Hause. Oh, eine Fee. Siba? Hm. Toll die Hand gereicht. Voll, überhaupt nicht berührt, aber ja, ja, hm, naja, soll so sein. Was machen wir denn? Fuck. Nein. Wir dürfen das nach Sport ausdrücken. Jetzt lauf doch nicht schon wieder weg, Sam. Mensch, du bist ja schlimmer als Penelope in solchen Sachen da. So, jetzt hast du es so oft geübt, jetzt kannst du es auch mit ihm zusammen machen. Sorka. Badasula Korn, Badasula Braun, Badababy, Oga, Dog, 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 Gerbits, 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 Vo Gerbits! Achso, das war jetzt die Dame. Beziehungsweise der Herr, der für uns aufräumt. So, lustig. Gehen wir mal zu schneiden. lustiges Video zeigen. Was haben wir da? Mit Foto mit Freund aufnehmen? Ja, dann... Spezial, Sportler... Nee, das ist es auch nicht. Geheimnis verraten. Soll er mein Freund werden hier? Oh, ich will kein Gewitter. Ich mag das nicht, wenn es hier gewittert. Du so wie China. Du. That's awful. That's awful, hat er gesagt. Können sogar Englisch die Leute da. Zusammen Foto aufnehmen. Hoffentlich funktioniert das jetzt nicht wie so wie beim letzten Mal. Ha? Nein, der Sam ist immer noch zu doof dafür. Kann zwar eigene Fotos machen, aber ein Foto mit jemandem zusammen? Nö. Geht nicht. Kannst du nicht. Bist zu doof. Rumtüfteln. Warum geht das nicht? Ach, wir brauchen Schrott. Was haben wir denn sonst hier noch so? Kann man kochen oder müssen... Nee, Snacks muss man hier essen, ist ja Käse. Steht da, betrachten. Ah, jetzt Sport machen im Regen ist auch kacke, da bist du wieder krank. Meine Lieblingsmusik ist Strandparty. Ja, das wissen wir. Das lassen wir auch regelmäßig laufen. Witze bei Arbeit machen, das ist immer wieder lustig, wenn man sich über die Chefs aufregen kann. Weißt du, wie lustig das ist, wenn Feuer brennt und wir... Sollen wir mal nicht hingehen? Das wird doch voll lustig sein, oder? Gronk Phoebe Tishinak. Tishinak. Narbo Pazep. Salachi Bonachugu. So, wie sieht's bei dir aus? Du schreibst immer noch schön. Massiert werden. Ja, scheiße, hätten wir machen können, egal. Bett machen, nö. Nö, dafür haben wir jetzt jemand anderen. Abu Plotzork. Chuba Norbs. Bobaga. Und dann würde ich sagen, beenden wir diese Episode auch wieder hier. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, abonniert, um keine Folgen mehr zu verpassen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal, tschüss!